Skandalinterview um Cum-Ex, eine Kinderpressekonferenz, ja, richtig gehört, eine Kinderpressekonferenz des Regierungssprechers Steffen Hebestreit und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute ist es besonders krass, heute ist es besonders widerlich und eklig, finde ich, auf einer Kinderpressekonferenz auf unserem Fest für 75 Jahre Grundgesetz und alleine das Wort Kinderpressekonferenz, ja? Nein, Leute, keine Kinderpressekonferenz, ja? Denn wer hat dort gesprochen? Der Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Also jemand, der überhaupt nicht dazu ausgebildet ist, sich gegenüber Kindern politisch zu äußern. Jemand, der keine pädagogische Ausbildung hat, hat hier versucht zu rechtfertigen und zu erklären, warum in Deutschland Journalisten nur abgesprochene Fragen stellen dürfen. Und das, meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, das ist ein Skandal sondersgleichen. Hier werden unsere Kinder bereits von der Regierung wirklich indoktriniert, was nach Sicht der Regierung Journalismus ist. Es geht hier um Cum-Ex, es geht hier um eine Szene, die ist schon aus dem Jahr 2020. Damals gab es keine Reaktionen des ehemaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz auf die Anfragen der ARD zu den Terminen mit Herrn Kalenius. Ihr wisst ja noch, Warburg Bank in Hamburg. Bis heute wabert hier der Nebel über diese ganze Sache und Olaf Scholz. Und damals hat die Tagesschau, die ARD, kein Interview zu dem Thema Cum-Ex bekommen können mit Herrn Scholz. Also haben sie ihn versucht, unter einem Vorwand anzusprechen, unter dem Vorwand der Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich in Thüringen, die Wahl, die wieder rückgängig gemacht werden musste. Und als dann sofort die Frage nach Cum-Ex kam, wurden die Reporter abgedrängt, wirklich körperlich abgedrängt. Ich zeige euch diese Szene. Achtung. Also versuchen wir es erneut. Moin, Herr Scholz. Tag, eine Frage. Uns interessiert, warum haben Sie, habt Ihr Senat 2016 Cum-Ex, Profite in die Ferien laufen lassen? Ganz klar gemacht, wir sind direkt vor der Veranstaltung. Habt ihr gesehen? Hier wurde wirklich körperlich eingegriffen. Von wem? Von Steffen Hebestreit, derjenige, der jetzt eine Kinderpressekonferenz gegeben hat. Und da sage ich nochmal, hört auf, unsere Kinder zu missbrauchen. Eine Kinderpressekonferenz hat nicht von Mitgliedern der Regierung abgehalten zu werden, sondern wenn dann schon von pädagogisch ausgebildeten Fachleuten, die wissen, wie man etwas formulieren muss, damit es bei Kindern auch verständnisvoll ankommt. Nein, hier am Tippi im Kanzleramt, es war gestern am Samstag in Berlin, da gab es um 11 Uhr in der Früh diese Kinderpressekonferenz und selbstverständlich gibt es hier eine Videoaufnahme davon, wie Herr Hebestreit hier versucht zu erklären, dass ja die Frage nach Cum-Ex nicht abgesprochen war und wir deshalb das Interview abbrechen. Das ist eine Schande für dieses Land, das ist eine Schande für jeden Journalisten, wenn man so betitelt wird, dass Journalisten die nicht abgesprochenen Fragen gestellt haben. Das ist der Job des Journalismus. Ganz einfach, dann muss man sich mal die Definition von Journalismus durchlesen. Das andere, was Herr Hebestreit hier meint, ja, dann haben die Regierungsberichterstatter sich nicht an die Berichterstattungsabfrage gehalten. Dann wird ein Schuh draus. Aber ich zeige euch jetzt erstmal diese krasse Szene, was er hier versucht vor den Kindern zu erklären. Das zuständige Kamerateam sprach von einem Missverständnis. Eigentlich waren wir mit einem Kamerateam der ARD verabredet, weil in Thüringen gerade ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD zu einem, ich glaube, zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Und da sollte der Vizekanzler für die Tagesschau relativ schnell einen Satz zu sagen. Und so baute sich das Kamerateam auf und wir sind da hingegangen und dann stellten die gar nicht die Frage, die verabredet, für die wir uns verabredet hatten, sondern eine Frage nach Cum-Ex, wie Sie so schön sagen. Und das war etwas, so arbeiten wir eigentlich nicht miteinander zwischen den Politikern und Fernsehteams. Und deswegen habe ich diese Aufnahme, der Bundeskanzler war damals noch Finanzminister und war auf dem Weg zu einer Veranstaltung wie dieser hier, wo er in der Hamburger Bucerius Law School, glaube ich, vor mehreren hundert Leuten sprechen sollte. Und es war eben verabredet, genau diese eine Information, nämlich zu der Thüringer Wahl zu äußern. Und insofern habe ich dann diese Aufnahme abgebrochen, indem ich gesagt habe, das ist weder der Ort noch eine Art und Weise im Umgang miteinander, um das zu diskutieren. Und ich habe die an einer Stelle in der Mitte geschnitten, aber nicht inhaltlich, sondern ich habe nur eine lange Satzpause herausgeschnitten. Ich gebe euch am Ende des Videos nochmal die Szene in kompletter Länge. Ich finde es wirklich beachtlich, wie dreist unsere Regierung hier versucht,
ihr Nichtkönnen und ihr Nichthandeln und ihr Fehlverhalten in schöne Worte zu packen und zu behaupten, das wäre ganz normal. Ich finde es wirklich beschämend, wenn es in diesem Land normal ist, dass die Journalisten alle Fragen vorab sich genehmigen lassen müssen, um sie dann beantwortet zu bekommen. Das ist wirklich kein Journalismus. Das ist dann Hofberichterstattung für diese Narrenregierung. Und wenn sich die Journalisten da alle mit gemein machen, dann haben sie das Wort Journalist nicht mehr verdient. Denn dann machen sie nur noch Pressearbeit. Da gibt es einen großen Unterschied, ob ich Pressearbeit für einen Verband, Politiker oder sonst wen betreibe oder ob ich journalistisch tätig bin. Ich bin wirklich schockiert, ich bin entsetzt, dass unsere Kinder hier missbraucht werden. Missbraucht werden vom Regierungssprecher Steffen Hebestreit, indem er sie belästigt bei einer Kinderpressekonferenz, wo diese Person absolut nichts zu suchen hat. Absolut nichts zu suchen hat. Ja? Das ist eine Aufgabe für Experten, für Fachleute und nicht für regierungstreue Nachplapperer der Regierungsposition. Nichts anderes ist Herr Hebestreit. Er ist der verlängerte Arm der Regierung bzw. das Sprachrohr der Regierung. Er ist der Pressesprecher. Ja? Das ist sein Job. Und jetzt versucht er bei den Kleinsten, bei den Kindern. Ja? Da werde ich richtig aggressiv, wenn es gegen die Kinder geht. Merkt ihr gerade. Da platzt mir gleich die Hutschnur. Da gehen sie hin und erklären den Kindern, dass der Journalist eine Frage gestellt hat, die nicht abgesprochen war. Wie man so viel Desinformation betreiben kann als Regierung gegenüber unseren Kindern. Das ist phänomenal. Normalerweise wäre ich hier direkt dafür, dass die Europäische Kommission hier einschreitet und ein Verfahren gegen Deutschland eröffnet wegen Verbreitung von Desinformation gegenüber von Kindern. Ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt geht, aber sie wollen ja jetzt ein Democracy Shield auf EU-Ebene aufbauen gegen Desinformation und unsere Regierung sind die, die als allererstes dabei sind, wenn es um Desinformation geht. Es waren Bundestagsabgeordnete der Grünen, die gesagt haben, die Freigabe der Protokolle des Robert-Koch-Institutes vom Robert-Koch-Institut selbst, eine staatliche Einrichtung, wäre, Achtung, die Einmischung fremder Nachrichtendienste. In so einer Welt leben diese Leute inzwischen. Und auch hier versucht der Regierungssprecher zu erklären, warum der Journalist nicht die Frage stellen darf, die er stellen will, sondern die stellen muss, die er vorher abgesprochen hat. Das ist kein Journalismus. Das ist Hofberichterstattung. Das ist Deutschland 2024. Das ist katastrophal peinlich für dieses Land. Und ich sage nochmal, Finger weg von unseren Kindern, sonst wird es gleich persönlich. Ihr habt damit aufzuhören. Ihr müsst damit Schluss machen. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, was sie hier machen. Ja? Aber Cum-Ex, da ist jedes Mittel recht. Man muss Herrn Scholz beschützen. Ich sage inzwischen, es gibt gar kein großes belastendes Material mehr gegen Herrn Scholz. Cum-Ex, da kommt er wirklich raus davon. Es gibt ganz andere Dinge. Er vermisst einige Laptops. Du kennst die Laptop-Geschichte nicht, dann schau dir unbedingt mein Video dazu an. Ansonsten gebe ich dir jetzt nochmal ungeschnitten das von der Kinderpressekonferenz hier wieder. Ich habe das schon mal in einem Podcast dargelegt. Das zuständige Kamerateam sprach von einem Missverständnis. Eigentlich waren wir mit einem Kamerateam der ARD verabredet, weil in Thüringen gerade ein FDP Politiker mit den Stimmen der AfD zu einem, ich glaube, zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Und da sollte der Vizekanzler für die Tagesschau relativ schnell einen Satz zu sagen. Und so baute sich das Kamerateam auf und wir sind da hingegangen und dann stellten die gar nicht die Frage, die verabredet, für die wir uns verabredet hatten, sondern eine Frage nach Cum-Ex, wie sie so schön sagen. Und das war etwas, so arbeiten wir eigentlich nicht miteinander zwischen den Politikern und Fernsehteams. Und deswegen habe ich diese Aufnahme, der Bundeskanzler war damals noch Finanzminister und war auf dem Weg zu einer Veranstaltung wie dieser hier, wo er in der Hamburger Bucerius Law School, glaube ich, vor mehreren hundert Leuten sprechen sollte. Und es war eben verabredet, genau diese eine Information, nämlich zu der Thüringer Wahl zu äußern. Und insofern habe ich dann diese Aufnahme abgebrochen, indem ich gesagt habe, das ist weder der Ort noch eine Art und Weise im Umgang miteinander, um das zu diskutieren. Und ich erinnere mich auch so daran, dass auch das Kamerateam das suboptimal fand. Inzwischen ist das viele Jahre her, ich glaube 4,5 Jahre her, aber der Schnipsel, der auf wundersame Weise den Weg ins Internet fand, findet ihn immer wieder. Und ich gucke das auch ab und zu mir dann an. Ja. Ihr habt es gesehen, hier gab es das nochmal ungeschnitten. Ich habe nichts inhaltlich rausgeschnitten. Es ist peinlich, es ist grotesk.
Wir sollten uns in Grund und Boden schämen dafür, dass unsere Regierung unseren Kindern erklären will, Journalisten dürfen nur abgesprochene Fragen stellen. Damit mache ich mal Schluss. Ich bin gespannt auf deine Meinung bei diesem nächsten Skandal. Ciao.